Hallöchen, ich habe euch ja in dem letzten Video gezeigt meine Stickersammlung und durch ein Aufräumen habe ich noch ein paar gefunden, ein paar Sachen, was ich euch gerne zeigen wollte. Also wie gesagt, ich muss jetzt mal gucken hier, dass ich euch irgendwas. Ah ja, hier sind so Buchstaben in Filz. Im letzten Video habe ich euch auch welche gezeigt in Grau. Und dann nochmal. Oh, Moment. Na, geht hier schon fliegen. So rum. Also hier ist noch so Buchstabendingens. Und ich zeige euch mal hier die weiße Fläche, habe ich extra gemacht. Dann ist hier so schwarz, Silber, das funkelt recht schön. Ich glaube bei Ideen mit Herz oder so habe ich es mir mal gekauft. Ich weiß gar nicht, das ist ja wie gesagt ewig lang her. Dann muss ich mal schauen, ob ich hier ein Blatt habe, wo ich euch das zeigen kann. Einmal so vom Paris. Das habe ich, glaube ich, gebraucht gekauft, genau. Dann habe ich so eine Folie. Ich glaube, die sind zum Draufruppeln auf dem Papier. Also das ist so schwarz mit türkisen, funkelnden Zeugs drin. Weiß gar nicht, wie man das sagt, so die. Ja, so glitzermäßig. Dann habe ich noch so hier solche Reste. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, wie die heißen. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Ihr wisst bestimmt, was ich meine damit. Oh, das sind ganz viele. Hier einmal das ABC nochmal. Ich liebe sowas. Dann sowas da in dunkelblau mit Silber. Dann sind so Reste, weil ich ja, ich glaube, damals in einem Flohmarkt 100 Stück für, ich glaube, 10 Euro oder unter 10 Euro, ich weiß gar nicht mehr. Wie gesagt, das ist schon ziemlich lang her. Dann einmal so dunkelgrün mit Gold. Dann sind das so noch so Reste, ganz kleine Reste. Deswegen schmeiße ich das auch nicht weg, sondern heb jeden Dingens auf. Dann habe ich hier wunderschöne Ecken. Ja, ich mache immer diesen Außenrand immer weg. Das mag ich nicht. Deswegen schaut es dann so aus. Dann habe ich hier noch ein paar. Wie gesagt, das sind ja entweder Reste oder auch neue Sachen dabei. Bei uns regnet schon wieder. Und ja, hier sind noch so Buchstaben. Wie gesagt, ich liebe Buchstaben, ich liebe Ecken, ich liebe solche Dingens. Wie sagt man denn da? Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Dann habe ich nochmal sowas in Gold, in Rot, in Gold, nochmal in Gold. Das sind die Ecken, genau. Die Ecken mache ich mal gleich nochmal auf Seite. Dann sowas da, Buchstaben in Weiß und Gold. Kann man das gut sehen, oder? Nochmal so. Dann nochmal in Gold und das ist, glaube ich, Gold. Normal mag ich kein Gold, aber ich denke mal, eher für Weihnachten ist es eigentlich ganz okay. Die Weihnachtskarten.
Ich habe zwar noch keine Weihnachtskarten gebastelt, aber die mache ich immer eigentlich im Sommer. Deswegen werden sie immer so schick. Dann habe ich hier, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich euch schon im letzten Video gezeigt habe. So Art Vintage von Action. Mache ich da drauf. Dann das von Teddy, glaube ich, war das. Das hier habe ich auch privat gekauft. Briefmarken mit Rosen. Sehr schön. Dann. Ein bisschen. Ja. Mischen. Dann habe ich hier noch so Ränder. Sowas hier, das ist auch so glitzermäßig, glaube auch entweder zum draufkleben oder zum mit so einem Eisstiel. Also Folie abziehen. Ich zeig euch mal, was ich meine. Hier praktisch die Folie abziehen. Dann hängt es hier drauf, dann tut man das auf dem Papier drauf und dann tut man mit so einem entweder so oder eine Münze das dann drauf und dann so huppeln. Ist eigentlich ganz easy, das Ganze. Und dann habe ich hier noch so Vintage-Sachen, so kleinere Sticker. Ich glaube, die gab es bei Doreen im Shop. Dann habe ich sowas ganz lang und hier sind noch mal so Vintage-Sticker. Hier noch so eine schöne Briefmarke, total schön. Dann habe ich hier sowas da in so Karton als Aufkleber. Ja, Sticker hinten klebt. Sollte das nicht so gut kleben, lege ich da noch so ein Band drauf, dass es dann fest ist. Dann habe ich Moment. Die hier, die mag ich auch ganz gerne. Diese Sticker. So Buchstabendingens halt. Dann in Grau, in Rot. Nochmal in so Grau, also Steingrau und das ist so helles Grau, in Braun und in Schwarz. Genau, die mag ich ganz besonders gern. Und wenn ich was sehe, dass sowas in der Art ist, kaufe ich mir das. Dann habe ich noch hier noch so mal so ein ABC-Dingens, also mit ganz kleinen, die sind zum auch zum Aufruppeln mit einer Münze oder mit einem Eisstiel. Dann habe ich noch so ein wunderschönes Sticker-Ding, also hier, das kann man so abziehen. Und jo. So, dann sage ich euch noch was. Dann habe ich sowas. Und sowas. Das sind die gleichen wie, wie die hier. Dann habe ich so kleinere Blümchen. Dann nochmal so als Briefmarken zum selber ausschneiden. Die kann ich gleich mal auf Seite tun. Das könnte ich hergeben. Die hier, die drei.
Mach das hier da oben hin. Dann habe ich, hoffe, das fällt alles raus, nochmal so was Vintage-mäßig, glaube ich, habe ich von der Schnuffi-Line. Dann noch so eine Ranke. Die mag ich auch ganz besonders gern. Jo, dann habe ich so blaue Sticker von Doreen, habe ich immer die gekauft. Dann habe ich hier noch so einen Schwung Washi. Das habe ich von der Christine gekriegt. Also Christine, solltest du das sehen, weißt du Bescheid, ich habe es immer noch. Ja, hier ist noch so eine kleine Ranke in Weiß. So, und dann habe ich noch das hier. Das sind so schöne Sticker, die habe ich von der Marina bekommen. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Das weiß ich gar nicht mehr. Und dann, ja, ich glaube, das war's eigentlich. Das sind eigentlich jetzt nur noch die, was ich euch schon mal gezeigt hatte. Die anderen Sticker. Im letzten Video. Jo, ich würde sagen, das ist schon echt schon ein Batzen Dingens. Aber ich liebe sowas. Und jo, so ist es mal, ne? Die Sucht. Der Bastelsucht. Also sehr, sehr viel. Ja. So könnt ihr mal sehen. Dass es ein Stapel ist. Und dann, ich wollte euch ja noch die anderen Sticker zeigen. Entweder mache ich das noch. Oder ich muss die erstmal alle zusammensuchen. Und mir die so in diesen Ordner-Dingens reinstecken. Weil bei mir ist immer sehr chaotisch im Zimmer. Noch. Wer weiß wie lange. Und deswegen räume ich die immer so gern in diese Matten. Ja, diese Schnellhefter oder wie sagt man denn da? Keine Ahnung. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So, da rein stopf. Da muss ich es noch kleben, genau. Dann wird nicht so weit nach oben. Und dann melde ich mich am besten in dem neuen Video. Sonst blicken wir selber da nicht mehr durch, wie viel Mappen ich schon davon habe. Also schon ein paar habe ich mir noch beim letzten Action-Einkauf geholt, weil die sind recht praktisch und die werde ich dann hier unten zukleben. Hier könnt ihr sehen, dass da ein Loch ist, ne? Gut, das war's erst einmal und dann melde ich mich in dem neuen Video. Macht es gut und dann bis später.